So, da sind wir auf der Citadel angekommen. Ich bin zwar noch nicht bei jemandem von den beiden, aber ich würde sagen, wir machen mal generell einen Rundgang und schauen, ob es noch irgendwelche Gespräche gibt, die wir bisher noch nicht erlebt haben. Ich beantrage eine Versetzung in eine Zone. Das kennen wir schon. Okay, das ist unwichtig. Aber wir müssen ja noch schauen, ob es nicht irgendwelche Gespräche gibt, die wir noch nicht beendet haben. Und ich habe schon gesehen auf der Karte, dass es auch noch einige Squad-Mitglieder gibt, die wir hier sehen können, mit denen wir sprechen können. Und in den Botschaften gibt es auch den ersten, mit dem wir hier wegen einer Nebenmission sprechen müssen. Ankunft bei den Präsidiumsbotschaften. Irgendwo muss ja aber auch Samara rumstehen, habe ich schon gesehen. Mal sehen, ob wir die auch noch mitfinden. Ach, da steht sie ja schon. Siehst du mal. Ich hatte gehofft, sie kommen. Ich bleibe nicht mehr lang. Was machen Sie auf der Citadel, Samara? Ich wollte mich wohl verabschieden. Falair sagt, Tessia ist gefallen. Ich musste mit ihnen reden, bevor ich in den Kampf ziehe. Es gibt niemanden, dem ich mehr zutraue, uns in unseren letzten Stunden anzuführen. Wenn ich ihre Heimat vielleicht irgendwie hätte retten können. Dann hätten sie es ganz ohne Zweifel auch getan. Nur ihre Entschlossenheit kann uns retten, Shepard. Sie darf nicht wanken. Was tun die anderen Justikarinnen für den Krieg? Die meisten sind auf Tessia gestorben. Ohne das Kloster wäre ich ihnen dort gefolgt. Dies sind wohl die letzten Tage unseres Ordens. Sind sie nur noch so wenige? Wir waren nie viele. Wir müssen darauf vorbereitet sein, uns zu opfern, falls es erforderlich ist. Waren Justikarinnen sinnvoll, wenn alles so endet? Die Justikarinnen sollten Ordnung in einer Welt schaffen, die darüber aber nur lacht. Man ist allein und führt ein Leben, das so hart ist, dass es oft Schmerzen bereitet. Aber ich bereue das Leben für den Kodex nicht. Halten Sie davon, was Sie wollen. Ich habe nie gefragt, ob Ihr Kodex beim Kampf gegen die Reaper helfen kann. Sie sind wie jeder Feind. Zeigen Sie keine Gnade und keine Schwäche. Der einzige Unterschied liegt in der Größe. Ihr Kodex ist zu strikt für derlei kleine Unterschiede. Sehen Sie das auch so? Seltsame Frage für einen Spectre, der auf Run noch seinen dritten Reaper getötet hat. Kommt Falair in dem Kloster zurecht? Oder was davon übrig ist? Wir haben uns unterhalten, es wird nicht leicht. Aber wenn jemand überleben kann, dann Falair. Es war schön, Sie wiederzusehen. Vielleicht sollte eine Justikarin nicht so viel Wert auf Familie legen. Es freut mich, dass alles gut ist. Zum Glück hatte Falair einen so klaren Blick. Ohne ihr Eingreifen hätte sich das alles völlig anders entwickelt. Vielen Dank. Viel Glück, Samara. Für Sie auch. Ich weiß nicht, ob Sie an sowas glauben. Aber die Göttin sei mit Ihnen, Shepard. Uns beide erwartet bald die Feuerprobe. Tja, so haben wir ein letztes Gespräch Auge in Auge mit Samara geführt. Die werden wir leider nicht mehr wiedersehen, denn sie tritt uns nicht bei als Team. Wir haben ihre Leute von Dekuna runtergeholt, Botschafter. Ah, haben wir das? Völlig ehrlich. Danke für Ihre Unterstützung, Commander. Wir können diese Schuld nie zurückzahlen. Konnten Sie Zivilisten evakuieren? Ja. Wie viele? Dass es schon bald zur Lebensmittelknappheit kommt. Nicht genug. Das war zu erwarten. Mensch, hat mir ja sogar mal richtig Emotionen rausgehört aus seinem Sprechen. Ich wusste nicht, dass wir tatsächlich die gerettet haben. Das war mir neu. Jetzt muss ich mal kurz auf die Karte schauen, ob das der war, der mir angezeigt wurde. Nee, Officer Delk wird immer noch angezeigt. Hinten bei den Botschaftsbüros irgendwie. Schauen wir mal. Könnten Sie das Mädchen ja zu Ihrer Familie schicken? Das kennen wir schon. Meine Familie hat mich verstoßen. So, ja. Samara haben wir jetzt zum letzten Mal Auge in Auge gesehen. Die werden wir leider nicht mehr wieder treffen. Aber sie wird natürlich auch gegen die Reaper kämpfen. Es ist eigentlich
nur folgerichtig, dass der Orden im Kampf gegen die Reaper ausstirbt, denn wenn so ein großer Feind kommt, dann stürzen sich die Justikarinnen natürlich alle auf die Reaper und kämpfen bis zum Tod, natürlich. Die werden diesen Kampf nicht vermeiden, sondern werden sich reinstürzen ohne Ende. Und da die Reaper einfach zu stark sind, um ihnen so ganz normal in einem offenen Gefecht gegenüberzutreten, müssen die Justikarinnen zwangsweise sterben eigentlich. Nur Samara könnte vielleicht jetzt, da sie bei der Endschlacht dann irgendwie mit teilnimmt, durchkommen, insofern es uns gelingt, eine Entscheidung herbeizuführen, bevor sie bis zum Tode kämpft. Sie sind vom Geheimdienst, richtig? Ich habe diese Verschlüsselungscodes bei einem Cerberus-Techniker gefunden. Ich dachte, sie könnten vielleicht hilfreich sein. Cerberus-Codes? Genau danach haben wir gesucht. Danke, Commander. Kein Problem. Ja, Commander Shepard hat Verschlüsselungsalgorithmen gefunden. Das Team rechnet in Kürze mit den ersten Ergebnissen. Kein Ding, bitte, bitte. So, bei Odina ist immer noch zu, das wird wohl auch so bleiben. So, und wir schauen noch mal ganz kurz hier drin nach, ob wir nicht als Spectre noch irgendwas machen können. Bei der Ausrüstung hat sich nichts getan, das ist immer noch das Zeug, das mir nichts bringt. Und auch hier können wir nichts machen, okay? So. Und dann machen wir uns mal auf ins Krankenhaus als nächstes, ne? Das müsste ja die nächste Etage sein, auf der es was für uns zu tun gibt. Ich denke mal, dort wird es nicht so viel geben. Wir müssen aber, glaube ich, noch das Gespräch zu Ende bringen, das die eine Patientin mit der Psychologin führt. Eigentlich seit wir zum ersten Mal auf der Citadel angekommen sind. Ach nee, erstmal das Purgatory. Okay. Dort wird es wahrscheinlicherweise noch weniger für uns geben. Ich schau mal gleich hier auf der Karte nach. Area ED Joker. Ach nee, wisst ihr was? Ich lasse das Purgatory gleich mal aus. Und mach mal weiter zum Krankenhaus. Wir müssen uns ja nicht unnötig hier die Zeit verplempern. So. Mal sehen, ob es hier noch was Besonderes für uns gibt. Ja, auch bei mir melden sich jetzt viel mehr. Vielleicht überstehen wir diesen Krieg doch noch. Okay, das hatten wir schon gemacht. Da haben wir schon unterstützt. So, hier, Jacob steht hier immer noch rum. Ja, warum nicht? Natürlich. Und dann sind sie zurück zur Farm. Wir sind den Hügel runtergeschlichen. Wir hatten Hunger, waren verdreckt. Ich hatte aus dem Handtuch eine Art Kittel gemacht. Sie hatten die Leichen weggeräumt. Um neue Husks herzustellen, dachte ich. Aber einige der Farmer lebten noch. Sie wurden gefangen gehalten. Und Niaira war da. Sie hatte das Kommando. Ich konnte sie sehen, kam bis auf 10 Meter an sie ran. Hätte ich nur meine Waffe gehabt. Was geschah dann? Ich schaffte es bis zu den Gefangenen. Das Bauernmädchen nahm ihnen die Fesseln ab. Und dann begannen sie alle zu schreien. Oha. Oha. Ich glaube, einmal gibt es noch was zu erzählen von denen. Mal sehen, ob sie es vielleicht auf dem Rückweg dann noch berichten wollen. So, mit Jacob brauchen wir nicht mehr reden. Willkommen bei Sirta. Danke, dass Sie bei uns eingekauft haben. Hier gibt es auch nichts mehr zu kaufen für uns. Also, so langsam erschöpft es sich wirklich überall. Ich glaube, hier drüben sollte eigentlich auch nichts Besonderes mehr für uns sein. Ich schaue trotzdem nochmal überall mit nach. Kann ja nicht schaden. Also, neue Aufträge sollten eigentlich nicht mehr kommen, denke ich mal. Ist es besser geworden? Ja, das Gegenmittel beginnt langsam zu wirken. Okay. Hier ist nichts mehr für uns. Hier sollte keiner drin sein. Das war ja mal, wo Ashley gelegen hat. Ja, General Corellius wird sich wieder vollständig erholen. Er ist bereits wach und ansprechbar. Wunderschön. Und auch hier gibt's nichts mehr. Okay, damit ist jetzt soweit alles abgearbeitet. Also hier gibt es wirklich nichts mehr, außer diesem einen Gespräch, das wir halt noch mit belauschen müssten. Vielleicht kommt es jetzt schon auf dem Rückweg. Das wäre sehr schön. Komm, erzähl mal zu Ende hier die Geschichte. Die Gefangenen waren indoktriniert. Glauben Sie? Und sobald der Alarm ausgelöst war, Niairas Augen waren schwarz. Die ganze Zeit, nicht bloß für eine Sekunde. Ich spürte ihren Geist, obwohl ich gar nicht bei ihr stand. Die Menschen standen im Weg und griffen uns an. Ich setzte meine Biotik ein, hab sie herumgeschleudert wie... Es war schrecklich, als Niaira die Pharma zerrissen hatte, aber bei der Göttin... Jetzt riss ich sie in zwei. Und es war ein gutes Gefühl.
Für einen Adrenalinschub während der Schlacht muss sich niemand schämen. Ich habe vielleicht mehr getötet als Nyaira und die Husks. Sie wollte sie lebend, um sie umzudrehen, und ich... Und sie haben überlebt. Tja, und so endet die Geschichte, würde ich denken. Müssen wir dann gleich nochmal schauen. Ich werde jetzt erst einmal fertig auf der Citadel hier ablaufen, noch im Unterhaus. Es gibt da nämlich ein freischaltbares... eine freischaltbare Tat am Terminal als Spectre, die ich aber nicht unbedingt machen will, weil ich weiß, dass sie negative Auswirkungen hat. Schauen wir dann aber gleich nochmal. Bin mir nicht sicher, ob das wirklich schon abgearbeitet ist. Danke, Erdenclan. Meine Leute haben immer noch Angst. Aber sie wissen jetzt wieder, wer sie sind. Okay, das haben wir alles schon gemacht. So, was haben wir denn hier noch? Balavon, der schon lange nicht mehr da sitzt. Und Liara auf dem Marktplatz. Da wollen wir natürlich noch zu Liara gehen. Ich muss noch mal ganz kurz schauen, ob ich denn jetzt noch irgendeinen Nebenauftrag habe, den ich noch abarbeiten müsste. Was ist denn hier neu? Kroganische Sterbenachricht, ah ja. Ach so, die Witwe. Ist das... Nee. Ja, wo finden wir die denn, ist die Frage. Ach, ich war jetzt auch noch gar nicht im Wartebereich, ne? Fällt mir gerade so auf. So, dann gehen wir hier mal kurz nur bei Liara vorbei. Ich glaube, mehr wird es ja auch nicht mehr geben für uns. Ist die hier unten? Nein. Am Ende hat Liara gar nichts für uns. Vielleicht steht sie... Hey, Ashley! Ein hübsches Fleckchen, Ash. Ja. Die ganzen Shuttles erinnern mich an meinen Dad, wie er sich reisefertig gemacht hat. Mama hat uns allen Eis gekauft und zur Werft gebracht, damit wir den Start seines Frachters sehen konnten. Am liebsten würde ich immer noch jedem Allianzschiff hinterherwinken. Vermissen Sie ihn? Ja. Er hätte sie gemocht. Glauben Sie? Ein echter Berufssoldat? Unbedingt. Er hätte sie zu uns eingeladen, den Grill angeworfen und ihnen dann ein Ohr abgekaut. Haben Sie je über ein Leben außerhalb der Allianz nachgedacht? Natürlich. Ich habe früher oft versucht, gegen meine Familie und das Militär zu... Ich habe meinem Dad gedroht, mit dem nächsten Kerl durchzubrennen, der mich haben will. Wirklich? Er lachte nur und sagte, gut, ich helfe dir beim Packen. Das hat mich ziemlich schnell beruhigt. Er wusste, ich würde die Familie nie verlassen. Sie bedeutet mir alles. Man vergisst leicht, wofür wir kämpfen. Ja, in Momenten wie diesen. Das war eine gute Idee. Schön, mal eine Weile Abstand vom Krieg zu haben. Aber ich fühle mich schuldig. Klar, aber ganz ohne Atempause dreht man irgendwann durch. Zu spät. Kein Widerspruch. Sie sind ein schlechter Commander. Sie sind ein schlechter Commander... Sir. Verstanden. Na gut. Haben wir also auch nochmal Ashley getroffen? Jetzt müssen wir bloß nochmal Liara finden, denn mit Liara müsste es eigentlich noch was zu besprechen geben, würde ich denken. Oh. Natürlich. P-O-R-A-E. Wo ist sie denn? Nein, mir ist klar, dass Sie mir nicht sagen dürfen, wo sie im Einsatz war. Ah, können hier. Sie mir sagen, ob sie Befehl hat, keine Verbindung mit ihrer Familie aufzunehmen? Veshra, ich habe ein Audiolog für Sie. Für mich? Wo kommt das denn? Oh nein. Oh, Tasha. Danke, dass Sie mir das gebracht haben. Jetzt weiß ich wenigstens, was passiert ist. Okay, haben wir sie doch noch gefunden? War sie doch gleich hier noch mit? In Ordnung. Ich glaube, das war das Audiolog, das wir im Kloster gefunden hatten, bei den Einsatzkräften der Azari. So, Liara steht immer noch hier hinten rum. Dann scheint es das wohl nicht zu geben, was ich eigentlich von ihr wollte. Hallo, Shepard. Nee. Seltsam. Denn eigentlich bin ich der Meinung, dass man noch ein Gespräch mit Liara hat, in dem sie auf ihren, in Anführungsstrichen, Vater trifft. Also halt Azari-Mutter, die aber die väterliche Rolle eingenommen hat, sozusagen. Das ist eigentlich hier unten mit einem Café, hätte ich gedacht. Aber scheinbar ja doch nicht.
Naja gut, dann will ich nochmal ganz kurz auf die Karte schauen. Muss bloß die richtige Taste drücken. So, ich sehe das immer nicht. Ich muss immer so halb um mein Mikro herumschauen, wenn ich die unteren Tasten auf der Tastatur anschauen will. So, im Wartebereich, James und Said. Ja gut, ansonsten haben wir ja aber keine Nebenmissionen mehr, die uns da runterführen. Dann will ich nur mal ganz kurz noch... Ich gehe einfach mal ins Krankenhaus und schaue nochmal, ob es noch einen Gesprächsfetzen gibt, den wir uns anhören können. Das ist vielleicht die schnellere Variante. Lass mich mal durchgehen. Gibt's noch was? Wir wollten weglaufen, zum zweiten Mal. Aber der Weg war blockiert. Und das Bauernmädchen? Ihr Bein war gebrochen. Es blutete stark. Ich habe mit einem großen Warpfeld eine Scheunwand zum Einsturz gebracht. Dann haben wir uns versteckt. Sie müssen nach ihnen gesucht haben. Ich bin eine Asari-Jägerin. Mich findet kein verdammter Husk, wenn ich es nicht zulasse. Aber das Bauernmädchen bei ihnen... Ihr Bein war gebrochen, sie jammerte. Und Nyaira? Ich habe sie durch ein Loch in den Brettern gesehen. Sie kam immer näher mit diesen toten, schwarzen Augen. Hillary, das Bauernmädchen, konnte nicht aufhören zu weinen. Sie hätten sie gehört. Was haben sie getan? Was denken sie? Oh Mann. Sie hat sie getötet. So, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz in den Nebenraum. Ich weiß nicht, ob es jetzt vorbei ist. Ich glaube, es müsste eigentlich immer noch was kommen, oder? Ich bin mir nicht sicher. So, vielleicht reicht das schon. Ist schon ein ziemlich heftiges, traumatisches Erlebnis, das sie da hatte. Aber was hätte sie tun sollen, ne? Nee, sie wollen nicht weiterreden. Okay, vielleicht ist es jetzt auch zu Ende, das Gespräch. Das kann durchaus sein. In dem Falle schauen wir nochmal in den Botschaften vorbei. Ob denn jetzt hier was auszuwählen ist am Spectre Terminal? Wie gesagt, ich will das nicht aktivieren. Aber ich will es euch zumindest zeigen, was es denn da gibt. So, zu Bailey müssen wir nicht nochmal, bei dem gibt es eh nichts Neues. So, schauen wir nochmal ganz kurz. Sollte doch jetzt eigentlich möglich sein, oder? Nein? Gibt's ja gar nicht. Sind die immer noch nicht fertig? Na gut, ich kann ja schon mal verraten, worum es geht. Wir schauen uns nochmal ganz kurz nach, ob sie noch den letzten Fetzen ihres Gesprächs rausquetschen will. Und zwar kann man als Spectre hier die Berechtigung ihr erteilen, dass sie eine Waffe bei sich hat. Weil sie unbedingt eine Waffe haben möchte, um sich sicher zu fühlen. Wenn man das aber tut, kommt später heraus, dass sie mit dieser Waffe Amok gelaufen ist und Leute umgebracht hat. Und das wollen wir natürlich nicht. Einen Moment bitte. So, schauen wir nochmal ganz kurz. Finde ich aber eigentlich ganz gut, weil man dadurch auch mal einen Fall hat, wo man als Spectre was machen kann, das negative Konsequenzen hat. Es soll ja nicht immer nur positiv sein. Nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus möchte die Regierung ihnen einen Orden verleihen. Ihre Informationen, als das Shuttle sie endlich gefunden hatte, haben viele Leben gerettet. Und ich habe die Farmer getötet. Die waren indoktriniert. Sie mussten sich verteidigen. Und was Hillary angeht... Nein, sie Idiotin. Als ich duschte und meine Waffe im Schlafzimmer liegen ließ, da habe ich sie getötet. Und Nyaira? Sie kann wenigstens den Reapern die Schuld geben. Aber ich... war's ganz allein. Welche Farbe haben meine Augen? Haben sie danach wieder gewechselt, oder... Könnte ich jetzt deine Waffe haben? Mal sehen, was ich tun kann. Okay, das ist der Punkt, an dem wir jetzt die Waffe besorgen könnten. Da ist das Gespräch zu Ende. Wie gesagt, ich will es nicht tun, weil es eben negative Auswirkungen hat. Und damit sind wir jetzt hier soweit fertig. Ich will aber immer noch nicht sofort zum Unbekannten machen, sondern ich will nochmal ganz kurz... Kann ich das eigentlich hier machen? Ja, ich will nochmal ganz kurz zum Silverstone Strip. Denn vielleicht haben wir dort auch noch ein paar Gespräche zu führen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch geht. Müssen wir mal schauen. Könnte sein. So, den haben wir uns übrigens bei Tag auch noch gar nicht weiter angeschaut. Ah, hier, siehst du mal. Willkommen an Bord, Shepard. Also, wohin fliegen wir? Aktiviere externe Kameras.
Ich wusste nicht, dass es hier virtuelle Fenster gibt. In diesem Vogel gibt's viel, was keiner kennt. Was soll das denn heißen? Vor den Masseneffektfeldern gab es keine Trägheitsdämpfer. Und? Es geht los. Wow! Das ist unverfälschte Eigendynamik. Die volle Ladung gefällig? Oh, cool. Nur zu. Man sieht, ein paar G sind gar kein Problem. Früher trugen Piloten Anti-G-Anzüge, die durch Druck dafür sorgten, dass das Blut bei riskanten Manövern im Kopf blieb. Ich trug in meiner Trident immer einen Anti-G-Anzug. In Jägern leitet man oft Energie aus den Trägheitsdämpfern in andere Systeme. Es ist sicher schöner, einen Jäger zu fliegen als ein langweiliges Shuttle. Aber nein, ich bin ja nicht irgendein Shuttle-Pilot. Ich bin dein Shuttle-Pilot. Ich will nichts anderes. Auf dem Boden, mit der Waffe in der Hand, bist du unbesiegbar. Aber wenn wir eine LZ anfliegen, bist du nur ein Soldat. Verletzlich. Du kannst nichts tun, wenn man uns abschießt. Dich lebend auf den Boden zu bringen, ist eine Verantwortung, die ich nicht abgeben kann. Es ist gut, dich zu haben, Steve. Jederzeit, Shepard. Das war ein kurzes Intermezzo. Ich dachte, da kommt jetzt vielleicht ein bisschen mehr, aber war ja auch ganz schön. Klar, da habe ich mir auch noch nie drüber Gedanken gemacht, dass die eigentlich diese Trägheitsstabilisatoren haben und dadurch gar nicht mehr merken, wenn sie irgendwelche Manöver fliegen. Eigentlich ganz witzig. So, gehe ich jetzt erstmal unten lang? Ich glaube, ich gehe erstmal unten lang und schaue hier alles an. Denn wir hatten ja ein paar Treffen noch hier zu absolvieren und das hatte ich bisher noch so außen vor gelassen. Und als ich gerade zur Citadel bin, hatte ich gesehen, wir können immer noch auf den Silver Sun Strip, dann will ich das natürlich auch wahrnehmen und die Treffen hier noch erleben. Aber hier ist natürlich gar nichts. Dann schauen wir nochmal auf die Karte. So, aber es steht nicht da, wo was ist hier. Natürlich, toll. Ich bin auch noch nie in der Amex Arsenal Arena drin gewesen, ne? Hier scheint es auch noch einen Laden zu geben, in dem wir was einkaufen können. Müssen wir mal schauen. Aber ich gehe jetzt erstmal hier rein. Müssen wir eben noch mal kurz die Hütten... Ja. Müssen wir eben noch mal kurz die Hütten ablaufen und schauen, ob wir hier noch irgendwelche Treffen haben. Sie geben mir ein paar Tipps und wir könnten vielleicht zusammenarbeiten. Tipp 1. Wer solche Sachen sagt, kann hier ganz schnell rausfliegen. Es ist die Shells-Technik. Stimmt's? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ach, Sie wissen schon. Der Typ, der vor ein paar Jahren die Quasar-Ausrüstung erfunden hat, um das Haus übers Ohr zu hauen. Nicht so empfindlich. War ja nur eine Frage. Kogana. Im Ernst. Ich hätte hier die Credits um eine... Ja. Ich lasse ihn mal reden. Aber Kogana verstehen natürlich nichts von Diskretion. So, wenn hier jemand ist, dann vielleicht eher oben wahrscheinlich, ne? Aber ich schaue trotzdem noch mal kurz hier drüben noch mit nach. Nee, hier ist niemand. Gut, schauen wir noch mal kurz oben rein. Hier ist er schließlich nix. Nein, das kann jetzt nicht wirklich passiert sein. Selbst in Elkor fluchen klingt das doof. Was machen wir als erstes? Ah, hier drüben können wir was machen. Okay, auf wen warten wir denn hier? Joker, alles klar. Ich war beim Cerberus-Angriff hier. Und sie habe ich nicht gesehen. Aber an Commander Shepard erinnere ich mich, wie er drüben bei den Fahrstühlen gekämpft hat. Ja, richtig. Shepard hat den Rat beschützt. Aber ich hatte meine ganz eigenen Probleme. Ich war in der Andockbucht beim C-Sicherheit-Hauptquartier. Haha, Commander Shepard verfolgt den Rat. Das ist unsere Chance. Oh, scheiße. Cerberus. Es ist Joker. Der kann doch kaum laufen. Wie sollte der uns aufhalten können?
So, vielleicht? Zeit für den Joker. Oh, es war dumm von uns, Joker zu unterschätzen. Ja, das war es. Ihr seid gerade auf der Insel des Dr. Ich gelandet. Und genau so ist das passiert. Und deshalb sollten Sie mir Drinks ausgeben. Nein. Ach, kommen Sie. Ich glaube ja kaum, was man von Shepard erzählt. Aber Sie? Sicher nicht. Okay, ich bin wirklich nicht beleidigt. Aber wenn Shepard hier wäre... Shepard, hi. Ich bin Commander Shepard und Bürger für meinen Piloten. Jeff Moreau ist ein Held. Jeder in diesem Raum verdankt ihm sein Leben. Ich auch. Es tut mir leid, ich wusste ja nicht. Alle Drinks gehen auf mich. Danke, Commander. Rückzahlung dann später. Schön. War doch auch eine interessante Story. Hätte sich durchaus so zutragen können. Natürlich. Okay, dann machen wir uns mal wieder auf nach unten. War jetzt ein seltsames Treffen mit Joker. Also ich dachte, dass wenn jemand sich schon mit jemandem treffen will, dass er dann auch irgendwas zu erzählen hat mit ihm. Aber gut, von mir aus. Ist mir auch recht.